Okay, da bin ich wieder. So. Ich habe nur in der letzten Zeit jetzt öfter die Parts dann, wenn die so lang waren, mehrere Teile unterteilen lassen, aber der MKV-Merge, der irgendwie macht er das nicht so, wie ich das will unbedingt. Der funktioniert nicht so ganz toll, das wollte ich jetzt sagen damit. So, was streife ich jetzt hier umher? Ich möchte eigentlich für sie Erfahrung. Dass sie jetzt noch ein Level up hat, das wäre super. Und dann würde ich in die Stadt gehen. Weil dann kann ich nämlich auch hier die Experten ausbilden und so. Aber ist natürlich ein bisschen die Frage, wo ich jetzt hingehe zum Leveln. Ich gehe einfach mal hier rein. Dann kriegt man ja immer diesen gratis Autosave bei Dungeon betreten und vielleicht kann ich ja hier ganz gut leveln. Das ist ein Zyklop. Tschüss. Ja. Das ist eine Kreatur, die man auch in Mighty Magic Heroes 6 sieht. Und es ist von den Orks somit die stärkste Kreatur, die sie aufbieten können. Und das Ding ist echt nicht spaßig. Und ja, ich glaube, auch in diesem Spiel wird es ziemlich stark sein. Und es sah auch ziemlich unheimlich aus, muss ich sagen. Okay, ich finde es gut, dass jetzt der Gegner, ist das der einzige, der kommt? Ich finde das, wenn ja, das ist ein bisschen albern auch, weil. Ich meine, warum greift er mich an und die anderen nicht? Ich meine, für mich ist es irgendwie cool, aber. Hat er mal viel Schaden? Ach, 5, okay. Ich dachte, er hätte jetzt doch viel mehr gemacht schon. Aber ich kann ihm gleich einen zweiten Dolch holen. Anscheinend gibt das keine Nachteile. Und mit zwei Dolchen, wenn er in beiden Händen Dolch hat und er im Großmeister ja noch einen zusätzlichen Angriff hat und noch einen Experten. Heißt das für mich jetzt, dass er 6-mal angreifen kann? Das ist gerade ein bisschen doof, weil hier ist kein Felsen, wo ich mich hinter verstecken kann. Kann er nämlich noch angreifen. Und es tut weh. Vor allem, wenn sie tot ist, dann. Ja. Das macht nicht so viel Sinn. Weil sie sollte die Erfahrung kriegen. Ich hoffe. Ja. Ja, 10 Erfahrungen. Bianca kriegt davon aber nicht viel mit. Dann raste ich noch mit meiner letzten Ration. Ja. Wir wissen, dass hier alles voll mit Räubern ist. Nicht mal das hier ist ein richtiger Felsen, das ist einfach nur so Deko. Das ist richtig doof auf offenem Feld gegen die Archer. Und die sehen mir aus wie bessere Milizen, nicht einfach nur die Schwachen. Da hinten sind auch viele Fernkämpfer, aber. Ja, ich speichere mal und gucke mal, ob ich es auch schaffe mit denen. Ich meine, ich brauche, glaube ich, noch zu viele Gegner, als dass ich es vorher schaffe. Weil ich muss noch Rationen, ich habe jetzt keine mehr und ich brauche 100 Erfahrung. Und die geben 10, die Gegner hier. Ja, das bringt so nicht. Aber jetzt sind die immerhin, also die scheinen sich für mich nicht zu interessieren. Warte mal, da hinten sind Geister. Oh, ich fand Geister schon immer unheimlich im Mighty Magic. Gerade im Teil 9 diese Banshees. Die waren wirklich übel. Und ich habe auch vor denen jetzt schon ein bisschen Angst, okay? Das ist eine gute Idee, oder? Ja. Das Ding ist, ich werde jetzt einfach mit denen, ja. Ich könnte mit denen jetzt bis zum Ende laufen. Okay. Ja, ganz ehrlich, wenn die das machen, dann mache ich das jetzt. Ich meine, das ist für euch mega langweilig, aber dahin ist ein Stein, wo sie nicht mehr weiter können. Das ist echt ziemlich albern. Was ist denn da hinten? Die sind golden. Vor allem leuchten die dann noch. Das sind wahrscheinlich auch einfach Banditen, nur irgendwelche besseren Versionen. Seht ihr, da unten ist diese Ecke, wo ich meine.
Wenn ich dahin gehe, dann werden sie nicht mehr kommen. Dann müssen sie einen geradeaus gehen, dann komme ich dahin, dann haben wir uns getroffen. Ich meine, es ist mega albern, aber hey, für mich ist das auch irgendwie Taktik. Oder einfach nur das Ausnutzen dieser dämlichen KI. Ne, jetzt müssen sie nämlich einen nach vorne und jetzt gehe ich auch einen nach vorne und jetzt sind wir zusammen. Oh, ein Elite-Räuber, okay. Das ist gut, der gibt Erfahrung. Also, viel Erfahrung. Vielleicht sollte er. Ja, ne, komm, ich glaube, ich muss erst einen platt machen, weil der macht doch trotzdem Schaden. Hauptsache, er macht jetzt nicht Bianca kaputt. Das wäre nämlich echt nervig. Okay, sieht gut aus. Ich verteidige besser. Du auch. Sehr gut, 20 Erfahrung. Top. Zählt quasi wie zwei Gegner. Aber im Prinzip muss ich jetzt nochmal rasten. Wobei da oben, da war jetzt noch ein Fernkämpfer und ein Nahkämpfer. Sehe ich, habe ich das richtig gesehen? Oder war das jetzt nur noch ein Nahkämpfer? Sieht gerade für mich dann. Ja, es ist nur ein Nahkämpfer, oder? Ich benutze mal einen Mana-Trank. Ich muss, glaube ich, auch mal welche kaufen. Ich hätte ihm vielleicht auch ein bisschen vielleicht Magie geben sollen. Wenn ich wirklich will, dass er zaubern soll, dann wäre das echt praktisch. Vor allem ein Punkt der Magie hat ausgereicht, damit er zweimal entangeln kann, was jetzt zum Beispiel wirklich sehr viel wert wäre. Wobei ich. Warte mal, er hatte jetzt auch Bogen. Ja, ich muss ihm nur noch einen Bogen geben. Das stimmt. Da macht das auch Sinn. Komm, einmal machen wir den Windstoß. Also er ist nicht wirklich stark mit seinem Bogen. So, muss ich sagen. Ja, komm, nochmal Windstoß besser. Sicher ist sicher. Gut, jetzt wird er aber sterben. Außer er weicht irgendwie aus. Gut. Nochmal 10 Erfahrung. 7 Gold. Jetzt brauchen wir nur noch knapp 60 Erfahrung. So, ja, diese Geräusche, wenn die verschwinden, sind echt nicht so toll. Ja gut, anscheinend ist das hier nicht der Schrein. Ich frage mich, ob der Schrein da hinten bei den Geistern ist. Und ich will den Geistern auf keinen Fall irgendwie zu nahe kommen. Ich speichere sie halt ab, weil die werden mich, glaube ich, fertig machen. Und ich finde die auch mitunter unheimlich. Ich frag mich auch gerade, ob sie vielleicht nur nachts vorkommen. Okay. Die Frage wurde ziemlich gut erledigt. Beantwortet, meine ich. Okay, sie greifen mich noch nicht an. Okay, immer noch nicht. Aber näher gehe ich nicht ran. Dann sogar ziemlich viele Geister. Ja, also echt nicht wenig. Okay, dann habe ich hier oben diesen kleinen Hügel erkundet. Ja, da unten sind halt noch Banditen, aber es sind auch ziemlich viele. Ja, dieser Anbruch vom Morgen zum Mittag ist irgendwie auch dämlich. Wobei, vielleicht kommen die wieder einzeln. Wobei, irgendwie sind wir gerade echt nicht so gut aufgestellt, auch lebenstechnisch. Aber ich habe noch einen Heiltrank zur Not. Aber wir haben hier keine. Also ich könnte wieder ewig zurück, bis ich hier hinter irgendwie bin. Was war da hinten? Da war der Wald, oder? Nee, da waren die Kenshis. Ja, es bringt leider nichts. Ich muss tatsächlich jetzt in die Stadt, weil das ist mir irgendwie. Das sind ein bisschen doch zu viel, 60 Erfahrungen. Das sind noch 6 Gegner oder 4, je nachdem was für welche. Und ohne eine Ration, ohne sich einmal zu heilen, mit einem Heiltrank auch nur. Das ist ein bisschen viel. Ja, wenn ich so klug gewesen wäre und nachrecherchiert hätte, wo ich die Schmugglerkiste abgeben muss, dann hätte ich natürlich jetzt auch die abgeben können. Aber vielleicht kann ich sie auch gar nicht abgeben. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Also vielleicht. Ja, eigentlich macht es keinen Sinn, aber vielleicht ja doch. Weil ich meine, ich habe mit jeder Person in der Stadt gesprochen. Deshalb wundert mich das ein bisschen. Der Zauberladen. Da muss ich gleich auch nochmal vorbei. Wie sieht es denn das mit ihr aus? Sie wird wahrscheinlich.
Skillmäßig. Sehr gut, Luftmagie. Ich kann also Magie-Experte werden. Also. Das ist sehr gut. Also dann kann sie Experte werden. Der Gegner hat weniger Widerstand gegen Luft. Und wir machen auch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und vielleicht können wir auch irgendeinen coolen Zauber finden noch. Was ist bei ihr eigentlich kaputt? Sehr gut, die Fäustlinge. Gefällt mir, weil das heißt, dass. Ja, es ist jetzt so viel Rüstung kaputt, jetzt lohnt sich das Ganze mal zu reparieren. Aber ich kaufe mir erst Rationen, bevor ich es vergesse. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass es sich überhaupt nicht lohnt, zu rasten. 40 Gold. Ich kriege für 120 6 Rationen und das ist nur ein Drittel. Ach, Experte am Dolch. Ja, stimmt, aber das kann er ja noch nicht. Aber demnächst sollten wir uns vielleicht merken, dass es eine Raststätte ist. Ich denke, das wird noch in diesem Stadt hier passieren. Also ich bin gerade ein bisschen. Ich habe keine Angst, aber ich weiß nicht ganz so recht, wo wir gleich noch hin sollen. Die ganzen. Die Geister sehen mir zu stark aus. Den Leuchtturm, den Boss. So. Den Pauschal. Ob wir den Pauschal schaffen. Also ich kann noch eins von diesen Schilden verkaufen eigentlich. Das sind jetzt Sachen, die wir anhaben, oder? Ja. Okay, kann ich irgendwas Interessantes eigentlich? Nee, ist alles eigentlich nur eine Rüstungsklasse und dann dafür über 200 Gold zahlen fast. Das ist überhaupt nicht lohnenswert. Deshalb müssen wir jetzt hier oben her, weil da hinten ist ja dieser Alchemieladen, wo dieser Magierladen, wo man Sachen identifizieren kann und wo es Zaubersprüche gibt. Ja, warte mal, der war da, meine ich. Ja, doch, das ist der. Da müsste es jetzt auch wieder Heiltränke geben. Und ich hoffe, die kosten echt nicht viel. Ja, 10, also 100 Gold für 10 Stück. Ist ein guter Preis, finde ich. Ja, kann ich bitte 10 haben, danke. Hohe Mana-Tränke. Die sind ein bisschen teurer. Vielleicht wollen wir nur. Ach komm, wir nehmen die. Ich wollte eigentlich weniger haben, aber ist jetzt auch egal. So, zurück. Was wir jetzt vielleicht noch kaufen sollten, wäre ein zweiter Dolch für Finnen. Also ich finde insgesamt die Bewegung noch ein bisschen holprig, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass es doch lange an, diese, da ist immer so eine kleine Pause zwischen den Schritten. Die scheint mir ein bisschen lang, aber gut. Handeln. Ein Dolch. Ach ja, wir wollten noch einen Bogen für unseren Typen. Plus 3 Luftschaden. 188, was kostet denn einen normalen Bogen? Gibt's auch gar nicht. Komm, den kaufen wir. Für ihn. Und dann einfach ein Dolch. Ziemlich teuer gewesen, aber gut. Der Bogen wird gerade ihm helfen. Und der Dolch ist hier für den Super. So. Ich hoffe, dass dadurch auch die Stärke tatsächlich merkbar steigt. So, ich raste mal kurz. Ich frage mich, ob jetzt Spenden in der Kirche mir irgendwelche Heldentumboni oder so gab. Ich glaube schon. Also, ich wollte jetzt noch kurz Zauberbücher abchecken. Weil da könnte ja echt was bei sein. Hey, Erde, Feuer und Primärmagie. Luftmagie ist hier nicht als Experte. Das ist schon mal. Wie doof. Bianca ist die Zauberin. Gut, also die anderen Luftzauber, die wir noch haben, ist in dieser Windfield. Gegen Fernangriffe ist er natürlich. Der Windfield ganz interessant.
ist mir aber gerade ein bisschen zu unsicher, das zu kaufen, weil wir haben nur 250 Gold. Und da jetzt dann fast, dann haben wir ja fast nichts mehr, wenn wir die kaufen. Vor allem haben wir nicht genug, um uns anschließend neu zu versorgen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von der Uhrzeit. Ja, okay, passt aber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon einen Part machen soll oder gleich. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, aber die Stimmen sind mega nervig. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich einfach zu den Kenshi und reibe die auf. Auch wenn die ziemlich anstrengend sind. Ich meine, der eine Kenshi alleine, also wenn da ja zwei sind, ich greife ja dann immer nur einen an. Der andere, der macht ja kaum Schaden, sage ich mal, wenn der nicht angegriffen wird und seine ganzen Fähigkeiten triggern. Also hier komme ich da gar nicht rum. Ich dachte, da gäbe es einen zweiten Weg rum. Wo war das? Oder konnte man da erst her, wenn man ganz am Ende vom Wald? Das könnte natürlich auch sein. Das ist mir bewusst. Ach, dieser Grafikfehler ist echt nervig, aber gut. Gerade sein Luftbogen mit drei Schaden gefällt mir. Weil der einfach immer zusätzlich drei Schaden macht. Ja, okay. Okay, er hat jetzt auch nur 6 Schaden gemacht, also nicht großartig mehr. Ja, 14, 24. Also, habe ich ihn nicht so. Okay, sind beide auf ihn gegangen. Das erklärt einiges. So, nächste Runde wird er tot sein, wenn nicht der Rongo verfehlt. Also, dass ihr Schild jetzt gebrochen ist, ist echt nicht so toll, weil wir gerade Sachen repariert haben. Und was? Seine Waffe ist auch beschädigt? Wir haben die doch gerade gekauft jetzt. Das ist unglaublich. Und wie bitte? Warum nimmt er keinen Schaden? Und warum ist er gleich tot?